Oder was ich auch immer wieder gerne erzähle, das ist das Erlebnis, wo ich irgendwas mit einem Eimer Wasser machen wollte und statt den Eimer Wasser über die Lava zu schütten, schmeiße ich den Eimer einfach mal eben voll in die Lava rein. Puff. Ja, irgendwie, vor allen Dingen, ich bin tierisch weit irgendwie runtergestiegen durch ein Höhlensystem und das hat so tierisch lange gedauert. Und ich so, ja, endlich quasi, jetzt bin ich endlich mit meinem Eimer unten bei der Lava, wo ich arbeiten wollte. Und dann drücke ich die Q-Taste aus Versehen und weg. Freude. Ja, das sind so die Dinge, wo man einfach sagt, respektiere ich mich noch selbst oder war es das jetzt? So. Ach, jetzt habe ich aber tierisch viel Gravel am Start. Na gut, den schmeiße ich wieder in die Lava und sorge wieder für ja, allgemeine Aufregung. Ja, so, jetzt müsste ich aber eigentlich ein Fletching Table. Mal sehen, ob ich mich an das Rezept noch erinnere. Ob ich das richtig remembere. Oh ja! Ich habe bald alle Werkbänke, weil das Rezept im Kopf. Kannst du dir das Sehr vorstellen? gut. Also, Ha. da kann man dann schon mal einigermaßen stolz drauf sein. Dann kann man sich auch mal Stolz. selber auf die Schulter klopfen. Ja. Habe ich gerade gemacht. Oh, Sehr gut. dafür habe ich gerade mein Feld zerstört. Ja, toll. Wie gewonnen, so zerronnen. Gerade eben noch Respekt vor sich selbst gehabt, im nächsten Moment. Bam. Du! Ja, jetzt habe ich hier drei Kartoffeln, die zu nichts nütze sind. Ich sollte wirklich bald mal ein Haus kriegen. Das wird peinlich hier. So, jetzt hoffe ich, dass der Doofbewohner erkennen kann, dass da drüben ein Bett steht und auch eine Werkbank. Wie kriege ich den Dorfbewohner aus dem Boot, ohne ihm eine zu batzen? Das ist auch wieder. Das ist eine Kunst für sich. Ja, ich hab's geschafft. Sehr gut. Geschafft. So, er läuft rüber. Er läuft rüber. Er läuft rüber. Scheiße. Er hat den Stonecutter sich geschnappt. Also Stonecutter abbauen. Ja, das mache ich jetzt gerade. Stonecutter abgebaut. La 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 la. Und da habe ich einen Fletcher. Ach, Sehr, sehr gut. und stehe mitten in den Sweetberries. Geil. Bam, 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 ja. Ja. Also Sweetberries komplett abbauen, weil die Dorfbewohner laufen auch gerne drin herum. Oh, du bringst. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann sollte ich die Sweetberry-Plantage irgendwo ganz anders hin basteln. Sonst höre ich bald nur noch. Oh. Und irgendwann sehe ich dann ja gar nichts mehr. So, warum? Ja, jetzt könnte ich mir Pfeile bauen. Ich möchte jetzt erstmal diesen Deep Slate Block hier loswerden. Ein einziger Block Deep Slate, der mir mein Inventar verstopft. Ja. Ah. Gib mir die Sweetberries. Das sind so Now. viele. Das sind so viele. Sind die eigentlich gut als Nahrung? Oder. Ja, als Notreserve geht, aber empfehlen würde ich es jetzt nicht. Ich brauche niemals eine Notreserve. Ich habe immer genügend Kartoffeln. Gebratene Kartoffeln. Dann kannst du Trost in den Komposter hauen. Ja, Komposter ist ja eigentlich auch eine gute Angelegenheit. Ja, ich könnte mir mal wieder einen Santiago de Compostela bauen. So nenne ich das ja immer. Und keine vergifteten Kartoffeln reinpacken. Ja, und du hattest recht, die Kartoffel hing im. Ja. Man sollte schon auf dich hören, auf den Meister des Minecraft. Weil die Kartoffeln haben halt leider keinen wirklichen Verwendungszweck. Ja, ich dachte halt, vielleicht wäre Mojang mal irgendwie so nett gewesen und hätte einem da eine Möglichkeit gegeben. Ich meine, Coffee Stain ist auch hergegangen und hat uns endlich die Möglichkeit gegeben,
mit Uranrückständen, die zu recyceln und so weiter, aber nee, Mojang kennt keine Gnade. Nein. Na, der guckt mich hier total erwartungsvoll an, der Fletchy. Hast du was für mich? Hast du meine Stöcke? Ja, ja, ich werde mal jetzt ein paar von versuche ich am Fletching Table Stöcke zu bauen. Das ist natürlich auch. Ach, das kann ich auch im kleinen Versuch werden. So, ich werde mal. So, da bin ich mal für 51 und mal gucken. Fletchy, du kleines Fletchy Tier, was läufst du so weit weg? Ich will handeln mit dir. Nicht dein fucking Ernst. Der will keine Stöcke. Dann kannst du nun einmal abbauen und nochmal hinsetzen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Was heißt hier vielleicht? Das ist eine Idee. Honk, halte ein. Dies wird wundervoll. Ich könnte ihm aber auch Gramel verkaufen. Das wäre auch kein Problem. Könntest damit du auch machen. Damit würde ich meine Truhen entlasten. Gesagt, getan. Jetzt muss ich nur die Gravier wiederfinden, wo ich ihn reingelegt habe. Und hoffen, dass du nicht in die Lava geworfen hast. Nö, das, ich habe ihn ja gerade abgebaut, um Pfeilspitzen zu bekommen. Insofern. Also für den Fletching Table. Ich kann nicht erkennen. Ah, doch, da. Es wird schon wieder Nacht, oder was? Ich hätte mein Bett mit. Ja, ich auch, natürlich. Ich bin hier auch auf meiner Insel und insofern. Nö, aber ist noch nicht bald. Bald. Es wird. Ach nee, der will. Der will Gravel und Smaragde. Boah, nee, nee. So nicht. Nee, dann klaue ich ihm morgen früh seinen Crafting-Tisch. Dann darf ich aber wieder den Steinschneider wahrscheinlich abbauen, weil er sofort gleich zum Steinschneider laufen würde. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, Dorfbewohner, sie machen mir Corona. Schlimm, schlimm und gut. Ja. Ja. Ich trinke gar nichts mehr. Aber komischerweise, meine Stimme macht heute ganz gut mit dafür. Ja. Wenig. Das sage ich nur. Ja. Mehr tralalala. Du sollst nicht Steinmetz werden. Ah, macht er als so, als wollte er sagen. Nee, ich will aber lieber Steinmetz sein. I don't wanna be a weather forecaster, I wanna be a lumberjack. Hey, geil, jetzt sind das Stöcke, geil. Du. Gut. Dann brauchst du jetzt bloß noch eine Bambusfarm. Warum? Den Bambus kannst du in Stöcke umcraften. Ja? Ja, aus einem Stack kriegst du einen halben Stack Stöcke. Was ich alles noch nicht weiß. So, aber ich habe jetzt erstmal. Das ist doch nicht wahr. Jetzt will er Smaragde und Gravel für Flint. Kannst du haben. Moment, Kollege. Das kriegen wir. Ach nee, warte mal. Vielleicht ist er schon am Aufsteigen. Ja. Es regnet, die Erde wird nass. So, er will mir jetzt Bögen verkaufen, aber keine Pfeile. Nein, meine Fackeln sind alle. Und keine Kohle. Kohle. Keine ist in Sicht. Schade. Also wieder hoch und Kohle suchen. In meinen Öfen. Müsste noch ein bisschen was drin sein. Auch krumm. Na, wird doch nicht genug gegessen. Doch, schon eigentlich. Oder vielleicht auch nicht. Schon eine Weile her. Ich muss wieder Stöcke machen, glaube ich. Okay, das sind meine beiden Bögen.
Vogel, sei nicht so ungeduldig. Ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich dir noch was Gutes tun kann. Und wenn du mir die Zeit nicht lässt, dann werde ich dir was Böses tun. So einfach ist das. Wir können das so oder so regeln. Auf die sanfte oder die harte Tour. Genau. Nicht den Steinschneider hier hinstellen. Ja gut. So, jetzt kann ich erstmal ein paar Fackeln machen. Ich habe nämlich eine Höhle unten gefunden. Oh. Vielleicht gibt es da ein paar Diamanten. Würde mich ja gar nicht wundern. Ihr findet ja alle Diamanten, nur ich nicht. Ich habe glaube auch bis jetzt bloß 5 gefunden. So viel habe ich auch noch nicht gefunden. Ich mache einfach viel zu viel komischen Kram, als dass ich vernünftig Minecraften könnte. Ich setze halt einfach die falschen Prioritäten, das ist mir klar. Ja. Erstmal die Nether-Portale verbinden im Nether. Erst das. Und Und mal noch schnell vor allen Dingen die Verbindung schaffen. So, ja, ich bin mal gespannt, was ich jetzt an Stöcken rauskriege. Wenn ich das verkrafte, kann ich das überhaupt verkraften? Ja, hast du genügend Setzlinge zum Nachpflanzen? Mehr als das. Also kannst du es verkraften. So. Lapis, das gefällt mir. Also Stöcke, das lohnt sich immer noch am meisten, irgendwie mit Stöcken zu handeln. Wenn man denn genug hat. Ja, das wird schon. Was wird, das wird. Oder wie ich so oft sage, Herr Wirt, ein Bier. So. Rotstein. Sei nicht tot für diesen, sonst... Nein. Für Diamanten würde ich in die Lava springen, aber... Warte, keine. Für Rotstein nicht, nö. Nö. Na, Ringketten. Kann ich ihm den Bogen abkaufen? Was kriege ich dann? Ja. Das war jetzt mal ein schlechtes Geschäft, okay. Also das mit den Stöcken, das lohnt sich noch am ehesten. Ja, Memo an mich selbst. Und bei den Bibliothekaren lohnt sich halt das mit dem Papier. Ja, das ist richtig. Das ist gerecht, das ist gut. Das geht sich aus. Ja, das kann man so auch sagen. Creeper. Hallo. Double Creeper. Pass auf, du hast das letzte Mal schon 2 bekämpft und dann hatte ich der dritte von hinten ganz hinterhältig überfallen. Ja, wie der jetzt? Das war so boshaft, echt, ey. Als ich hab so gesehen, du hast so tapfer gekämpft, hast dich da runter in die Höhle gekämpft und dann. Und das nachdem du zwei Creeper im Nahkampf bekämpft hast und keiner von ihnen hochgegangen ist. Und dann kommt das ekelhafte Viech von hinten und sprengt dich in die Luft. Da habe ich echt so gedacht. Also da hätte ich in die Tischkante gebissen. Also. Habe ich auch in gewisser Sicht. In gewisser Hinsicht habe ich es auch gemacht. Aber es ging halt, muss halt weitergehen. Also ich muss wirklich sagen, du bist ein sehr, sehr cooler und sehr überlegter Mensch. Also du bist nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, habe ich das Gefühl. Nö, das habe ich mir abgewöhnt, weil das bringt nichts, ist schlecht fürs Herz. Auch schlecht für den Magen-Darm-Trakt gerade. Also ich als Magenpatient kann da nur sagen, je weniger man sich aufregt, desto weniger Gastritis bekommt man. So, hier gibt es jetzt Discount. Wo kam ich jetzt her? Da? Nee. Vögelchen, Level auf. Der will mir immer noch keine Pfeile verkaufen. Oh, Vogel.
Ich habe ihn jetzt bis zum Journeyman hochgelevelt. Hm? Und er will immer noch keine Pfeile mir verkaufen. Ich werde ihn jetzt noch zum Master hochleveln. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann Lava-Eimer. Nö, dann baue ich ihm einfach schon wieder den Crafting-Tisch ab und fange von vorne an. Nee, das geht nicht. Du hast ihn jetzt immer hochgetradet, dann bleibt er für immer. Also er wird auch nicht seinen Job verlieren, wenn ich ihm die Werkbank wegnehme. Er bleibt jetzt für immer. Er bleibt jetzt immer in seinem Beruf. Okay, dann ist er an seinem Schicksal auch selber schuld. Genau. Nimm mal auf den Kopf. Genau, das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen. Ja, also er muss kooperieren, ansonsten wird es mit ihm ein schlimmes Ende nehmen. Yep. Lava-Eimer, wo kriege ich denn sowas hier in der Gegend her? Da muss ich mal schauen. Kittenkurmler, dass du mir hier meine Bäume allesamt entrindet hast, das ist nicht unter zu verzeihen. Unter aller Kanone. Das ist nicht zu verzeihen. So. Also kriegt er demnächst bei der nächsten Aufnahme den Effekt mal 50 Speed. Nein, sowas machen wir nicht wieder. Wir haben es ja auch nicht getan. Nein, dann halt Speed mal 0,02. Das ist zum Beispiel sehr, sehr lustig, ja. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, dann... Alter, das wird dauern, bis ich den hochgelevelt habe. Ja, wenn du jetzt immer nur Stöcke verkaufst, ja. Ja, nee, ich mache hier einen guten Mix aus allem, aber es wird trotzdem... Irgendwann sind auch die Ressourcen alle. Ja. Noch geht's. Vögelchen, was schaust du in die Ferne? Habe ich dir nicht gesagt, dass da geschrieben steht, sei froh auf der Insel des Honk, auf dass es dir gut ergehe? So, okay, jetzt muss ich erstmal hoch, mein Inventar ist voll. Denn siehe, die dunklen Zeiten können kommen, schneller als du denkst. Schneller als gedacht. Vögelchen, wo hast du denn jetzt eigentlich? Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ah, schlaf? Ja, kann. Moment. Hui. Buh. Ja, den gibt's ja auch noch. Das ja. Gespenst. Da soll ja sogar demnächst noch ein neuer Film rauskommen. Oh. Ja, es muss ja momentan einfach alles wieder aufgekocht werden, ne? Also, ja. Ich finde das ja alleine schon heftig hier in Hamburg. Also, über alles, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst aus den 80er Jahren, gibt es hier dann irgendwann mal ein Musical. Also, ist so schrecklich. Bleibst du mal hier, Vogel? Ich muss mal gucken, ob ich dir irgendwas noch tun kann. Ob es gut ist oder schlecht, das wissen wir noch nicht. Nee, das wissen wir wirklich nicht. Ich könnte ihm noch ein paar Strings verkaufen, ein paar Stringtangas. Ich habe hier noch so ein paar alte Unterhosen in der Gegend rumliegen. Die riechen schon ein bisschen streng, aber... Macht nichts. Er steht drauf. Ich meinte gerade, es gibt ja auch Leute, die vielleicht diese Vorliebe haben und gerade Dorfbewohner sind ja nun sowieso ein ganz besonderes Völkchen, da weiß man nie. Hier, nimm mal diese alte Unterhose. Und zieh an. Damit. Ah, ja. Gut, was kriege ich denn von dir für einen Smaragd? Ein Tritt in den Hintern. Also, nö, einen Bogen, aber ich habe schon 100.000 Bögen hier rumfliegen. Das ist allerdings nicht schlimm, weil man kann die auch immer wieder schön verzaubern. Insofern, gib her. Hm. Und wenn ich noch weiter mit ihm handle, dann kriege ich nämlich gleich schon wieder 30 Erfahrungslevel. Das habe ich ganz vergessen, dass man da das geht auch... Schnell. Ja, es ist wunderschön. Es gibt so viele Möglichkeiten zu leveln. Minecraft ist sowieso ein Spiel der wirklich vielen Möglichkeiten, wo man viele Dinge mitmachen kann. Und ich denke immer wieder so, wow. Zum Beispiel, ich habe einen Kollegen,
der ist in einem Angelverein, oder besser gesagt sind mehrere, die sind in einem Angelverein und die konnten letztens ihre Angelwettbewerbe und so weiter aufgrund von Corona nicht austragen. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben die Angelwettbewerbe in Minecraft verlegt. Ist mal eine Alternative. Ja, halt während Lockdown sind sie halt hergegangen und haben sich einfach zusammengesetzt an ihre Rechner und haben dann Angelwettbewerb gemacht. Wer das meiste und das wertvollste fängt und so weiter. Und das finde ich schon eine coole Idee. Also, ja. Also kann man das Beste aus diesem Quatsch machen. Und wenn eines mir höchsten Respekt abnötigt, dann ist es, wenn Leute wirklich auch noch aus der größten Scheißsituation das Beste machen und nicht rumheulen und nicht anfangen irgendwie, das ist so schlimm. Ne. Ich sag ja auch so zum Beispiel, ja, wir YouTuber sind teilweise Krisengewinner der ganzen Corona-Geschichte, weil die Leute mehr Zeit haben, Videos zu gucken. Ja. Lockdown, ja bitte. Ja. Und ich darf nicht so ganz offen drüber reden, aber auch berufsmäßig bin ich eigentlich ein Corona-Gewinner. Also ich kann sehr viele Dinge machen und sehr viel Geld machen, einfach nur, weil halt die Dinge so sind, wie sie sind. Mehr kann ich dazu nicht sagen.